Moin, ich grüße euch recht herzlich aus der Eileidenruine von Miskakant. Denn hier soll sich ja angeblich ein großer Welkenstein befinden und den benötigt Martin unbedingt für sein Ritual des Mysteriums Xaxes und deswegen bin ich auch hier. Den ersten Abschnitt habe ich bereits hinter mir, also ich habe hier schon alle Gegner größtenteils platt gemacht und habe auch schon ein bisschen Beute und Gold gefunden. Und jetzt geht es hier durch diese Tür weiter in den zweiten Abschnitt von Miskakant mit dem Namen Selvanua. Also macht euch bereit, es geht weiter! So, das ist jetzt Abschnitt Nummer 2. Und dann gibt es wie gesagt auch noch einen dritten Abschnitt, also... Oh, und da haben wir auch schon wieder Goblins und eine Menge Skelette, extrem viele Skelette. Oh mein Gott, oh mein Gott. Skelettmeister und... So, mit Silberclaimer. Was haben wir hier noch? Skelettmeister, Skelettwächter. Noch ein Skelettmeister mit Bogen. So, wenigstens haben sie für mich schon den Goblin umgebracht. Und noch ein Skelettmeister mit Bogen. Na, eh klar. So, doch keine Chance hier. Und wenn ihr 10-mal mehr wärt, werdet ihr trotzdem nur ein Haufen Idioten. So. Das waren jetzt aber trotzdem ganz schön viele auf einen Haufen. Den haben sie hier voll mit Pfeilen durchlöchert. Bitterfisch-Goblin-Scharmützler, hm? Ja, das war auf jeden Fall ein Scharmützel, wenn ich das mal so sagen darf. So, das alles mit. Was hast du dabei? Einen kleinen Stab des Ruins. Aha, Waffen auflösen. Na ja, gut, das ist meine Dornking aber besser. Wie gesagt, bei den Skeletten und Goblins und so, da nützt so ein Rüstungsauflösen-Zauber nicht wirklich viel, weil die tragen ja alle keine Rüstungen. Aber hier nur so ein schönes Silberclaymore. So, sehr schön. Ah, und hier ist schon wieder so ein Welkensteinkäfig. Also darunter sind ja meistens immer Warlersteine. Aber ich müsste erstmal den Schalter finden, um den Käfig anzuheben. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wo der sein könnte. Vielleicht da hinten oder da, obwohl hier kann er nicht wirklich sein. Aber, oh, was haben wir da? Schwierig verschlossene Island-Truhe. Moment mal. Zack. Offen und... 56 Gold, ein Dietrich und totes Fleisch liegt da drin rum, das ist ja ekelhaft. Das ist ja widerlich. So, wartet mal, ich habe hier noch Lichttränke, trinke ich mal meine ganzen Tränke, die soll ich eh mal verbrauchen. So, Licht, vor allem 107 Fuß für 355 Sekunden auf sich selber, ist richtig nice und gut, Eisentor, gut, das kann ich eh nicht aufmachen, hier ist jetzt auch kein Schalter, dann vielleicht doch dort hinten und da habe ich doch noch normale Welkensteine gesehen. So, mitnehmen. Ist hier sonst noch wo was? Nö. Nur ein Haufen Leichen und Skelette. So, dann muss es hier hinten weitergehen. Genau, so, Macken auf. Und... Oh ja, da kommt schon wieder ein Zombie. Fürchterlich stinkender Zombie, ey. Ach, das muss so ekelhaft sein. Also ich kann froh sein, dass es bei diesem Spiel keine Geruchsübertragung gibt, weil sonst käme mir schon das Kotzen. Sonst käme mir schon mein Mittagessen wieder hoch. Das wäre wirklich nicht angenehm. So, immer wieder so einen großen, weitläufigen Bereich. Okay. Ah. Wie gesagt, ich nehme hier alle Welkensteine mit, die ich finden und auch erreichen kann. Den da zum Beispiel. So. Oi, da unten gibt es noch mehr. So, na wartet. Attacke! Oder, ja genau, macht euch wieder selber fertig. Ich finde das ja so geil. Die greifen sich echt selber an. Stört mich überhaupt nicht. So, schön von hinten. Zack. Und du stirbst auch gleich. Und down. So, was willst du denn hier? Skelettheld? Du willst ein Held sein? Bist doch schon tot. Ein Haufen Knochen. Aber Hauptsache, er hat irgendwo hier eine Elfenkriegsachs gefunden. Eh klar, ne? Eh klar. So, was hast du Schönes dabei? Ein Dwemer-Klemmer. Ja, es wird alles später verkauft. So sicher trinke ich noch einen Federtrank. Hier. 225 Punkte für 745 Sekunden auf sich selbst. Ich bin hier schon ein richtig toller... Alchemiker hier, so Alchemist. Alchemiker ist ein Blöd Quatsch, sagt man doch Alchemist dazu, meine Güte, Entschuldigung. Habe ich mich kurz verplappert. Bin natürlich ein Alchemist. Und oh mein Gott, das finde ich jetzt auch gerade Mist, dass mich von da oben ein Skelett abballern will. So, was haben wir hier noch drin? Eileitenkassette, Krafttrank, Armutrank, schwach, naja gut. Hier hinten wieder so ein Tor, das muss ich irgendwie aufkriegen. So, sind hier noch mehr Skelette hier unten? Natürlich, so. Und zack! Und BAMS! Und stirb! So. Bogen des Gefrierens hatte das also dabei. Wo die diese Waffen immer hier haben. Der Wahnsinn. Hey! Skelettmeister, hä?
Und down. Dann hörst du mal auf, mich hier von da oben abzuballern. Ich komme gleich zu dir rauf, ey. Ich warne dich. Mach ja kein Blödsinn. Und da haben wir noch so einen ekligen Bitterfisch-Goblin. So, der ist mit einem Schlag down. Die können ja nichts. So, und... Alter! Geht's dir noch gut, oder was? Ha, so, hier komme ich rauf. Hier komme ich rauf. Oder... Nee, Moment mal. Bin ich von hier gekommen, oder... Nee, Krankheitsheilungstrank. Trotzdem ist hier die Tür auf und... Zombie-Alarm! Hey! Hui! Ihr stinkt! Alter, und ihr seid infiziert mit Astraldämpfe. Geht's eigentlich noch? Na, warte. Kommst du her? Du blödes Arschgesicht! Oh. Da habe ich mir voll eine Krankheit zugezogen. Ich packe es nicht. Achso, hier habe ich schon reingeguckt. Was bitte macht Astraldämpfe eigentlich mit mir? Kann man das hier sehen? Aha, hier, Anfälligkeit für Magie und Schadenmagie, das verursacht also Astraldämpfe, aber zum Glück habe ich hier genug Krankheitsheilungstränke dabei, 4 Stück, also Krankheit heilen auf sich selbst, Prost, und es geht mir wieder gut. So, da sollte man auch immer ein oder zwei Flaschen bei sich haben. So, na warte, jetzt schnappe ich mir diesen einen Skeletttrottel hier oben. So, immer noch ein bisschen Blut, Welkenstein, und was haben wir hier drinnen? Marken auf. 10 Goldmünzen. Wow, die haben 10 Goldmünzen in sowas eingeschlossen. Peinlich. So, wo steckt denn jetzt auf einmal dieses eine Skelett hier? Hallöchen. Aha, hier hinten. Sehr seltsam. Von da bin ich doch eigentlich gekommen, ne? Von da hinten so, ne? Mist, gar kein, da ist der Abschnitt, aber... äußerst dubios. Hier muss noch irgendwo ein Gegner sein. Hier unten vielleicht? Seht ihr was? Nee, ich... Oh, aha! Hier! Wo kommst du auf einmal her? Hallo? Stirb, Kartoffel! So, schön runtergefallen. Was für ein Vollhorst. Eieieiei. So, mal kurz gucken, ob ich hier nicht was übersehen habe. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich da hinten hin. Aber da ist doch... Da ist doch dieses Gittertor. Ja, hier. Dahinter ging es dann aber schon zum Abschnitt Nummer 3, ne? Eisentor. Dieses Tor wird bei Fernsteuerung geöffnet. Ja, wo ist denn der Schalter, verdammt? Wo ist denn der? Ich sehe hier keinen Schalter. Ich sehe hier keinen Schalter. Dumm. Dumm. Ah, Moment mal. So, jetzt habe ich hier eine Druckplatte gedrückt. Jetzt kann ich hier durch und... Aha. Achso. Hä? War ich doch auch schon. Ach so. Mhm. Jetzt bin ich von hier hinten so einmal rundherum. Ach so. Trotzdem habe ich immer noch nicht den Schalter für diesen blöden Welkensteinkäfig hier gefunden. Was soll denn das? Wo ist denn der wieder? Ich hätte doch so gerne einen Warlerstein. Der ist so super duper praktisch. Der füllt meine magischen Waffen auf. Ich sehe absolut nirgendwo einen Schalter. Nirgendwo. Weder da oben, noch da unten. Hier auch nicht. Nö, auch nicht hier so an den Säulen versteckt. Ganz schön blöd. Ganz schön dämlich. Hm, hier hinten? Hier hinten könnte man doch auch so prima einen Schalter verbergen, irgendwie. Hm. Mal nur ganz genau gucken, ne? Nicht, dass ich was übersehe. Habe ich hier schon reingeguckt? Nein, natürlich nicht. Ist nämlich noch verschlossen. So, was haben wir denn da? Aha, 5 Goldmünzen, makellose Saphir, ein großer Seelenstein. Naja. Gibt Besseres. So, hier habe ich sicher schon mal reingeguckt, genau. Aber das gibt's doch nicht. Es muss hier doch irgendwo einen Schalter für dieses komische, blöde Tor geben. Ich habe ihn bisher aber nur einfach nicht gefunden. Ah, hier hinten! Schieb den Block. So, das müsste doch jetzt richtig gewesen sein, oder? Oder nicht? Hier unten ist sonst nichts weiter. Uah, Hilfe, meine Güte. Ich erschrecke mich immer, wenn hier das Licht ausgeht. Dann ist es auf einmal so dunkel. Oh. Ja, jetzt ist aber wenigstens das Tor offen. Sehr gut. So. Kopfloser Zombie und
Stinke-Zombie. Man geht doch einfach mal sterben, ihr seid doch eklig. Und schon wieder Astraldämpfe-Infektion, ey, was soll denn das? Krankheitsheilungstrank, leck mir doch. So. Und, aha, was haben wir hier? Einen starken Bannungstrank. Gut, damit kann ich eh nicht wirklich was anfangen. So, ich will aber noch einmal ganz kurz zurückgehen, um jetzt zu gucken, ob vielleicht doch dieser Steinkäfig jetzt angehoben worden ist. Wenn nicht, dann muss ich ehrlich gestehen, dann habe ich keine Ahnung, wo der Schalter dazu sein soll. Dann habe ich Pech gehabt. Dann habe ich wirklich Pech gehabt. Nicht, dass ich das hier übersehe. Hier dazwischen. Nee, der ist immer noch unten. Verdammt nochmal, was soll denn das? Ich will den nochmal haben. Ich will den rauf haben. Was soll denn der Scheiß? Das gibt's ja wohl nicht. Wo soll denn der Schalter für diesen einen blöden Käfig denn bitte sein? Hier ist doch sonst nichts. Ich kann gerne nochmal alles abgrasen hier, aber... Nee. Hier ist sonst nichts. Ja, dann... Großes Sorry, aber... Ich habe keine Ahnung, wo der Schalter sein soll. Da unten ist er jedenfalls nirgendwo. Ich habe doch genau geguckt. Ich habe mich doch umgeguckt, Mann. Hier ist doch sonst auch nichts. Ne, hier. Hier ist überhaupt nichts. Hier ist kein blöder Schalter für den einen dummen Käfig. Ne, den habe ich schon gedrückt. Der hat das Tor aufgemacht. Ja, dann pfeife ich jetzt auch drauf. Ich werde jetzt hier nicht ewig nur wegen nach einem dämlichen Schalter hier suchen. Das wird mir sonst echt zu doof. Ich habe echt keine Ahnung, wo hier noch ein Schalter sein soll, der diesen einen Steinkäfig da anhebt. Wirklich nicht. Der ist nicht hier irgendwo an den Wänden so komisch. Und dann hier dazwischen. Hier vielleicht irgendwo, dass er da so komisch versteckt ist oder an so einer Säule angebracht. Nee. Nee. Nope, dann, wie gesagt, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo dieser Scheißschalter sein soll. Echt nicht. Deswegen gehen wir lieber weiter in den dritten Abschnitt. Ich bin ja nicht hier, um einen Walerstein zu finden, sondern um einen großen Welkenstein zu finden. So. Na, warte mal hier, was haben wir denn hier noch? Lebensenergie wiederherstellen? Ja. Und Magie wiederherstellen auch, ja, so. Hier ein bisschen was auffüllen, so muss das sein. Na, seht ihr? Ist doch viel praktischer, wenn ein Trank über mehrere Sekunden wirkt und pro Sekunde immer wieder Magie und Lebenspunkte herstellt und schon bin ich wieder auf 100%. So ist doch gut. So, also, es geht weiter in den dritten Abschnitt von Miskakant namens Morimat. So, und laut Karte ist gleich da vorne der große Welkenstein. So, vorher werde ich aber noch ganz kurz natürlich meine Ausrüstung reparieren. Da ist es, wie gesagt, wirklich super duper praktisch, ein Waffenschmiedemeister zu sein, weil ich mit einem einzigen Reparaturhammer ewig auskomme. Der wird nie wieder kaputt gehen. Wisst ihr ja. Hoffentlich. So. Seht mal da vorne, da ist er, der große Welkenstein. Den muss ich unbedingt haben. Den muss ich unbedingt haben. Aber der wird jetzt sicher nochmal ganz gut bewacht sein. Ja, und da kommt auch schon wieder ein kopfloser, hirnloser Zombie, der ist schon mal tot, da unten ist gleich der nächste. Aber bitte, woher wissen die bitte, dass ich komme? Die haben weder Ohren noch Augen noch eine Nase, woher wissen die, dass ich überhaupt da bin? Ich habe keine Ahnung. Dann noch einer und noch einer. Mein Gott, geh doch sterben. Du bist hässlich wie die Nacht. So, haben wir hier irgendwas drin versteckt? Nö. Ein Tor. Mal aufmachen hier. So, aha. Schwierig verschlossen. Nichts für mich. So, mach auf, mach auf, mach auf. Eine Portion Ektoplasma. Wie sind die da reingekommen? Hat da jemand reingekackt oder was? 84 Gold. Und hier drin. Schwacher Bannungstrank, starker Hexereitrank. Okay. Dass ich hier nicht wieder einen Schalter oder sowas übersehe und... Ah, ja! Gut, ich bin sogar schon oben und ich sehe keine Gegner. Tja, dann
gehört er eigentlich schon so gut wie mir. Denn das ist er, meine lieben Freunde, der hier so hell und kräftig leuchtet. Ein großer Welkenstein. Ich habe den großen Welkenstein gefunden. Nun muss ich ihn Martin in den Wolkenherrschertempel bringen. Oh oh. Was zum... Oh nein, was ist das? Das ist der... Oh Gott. Das ist ein Leech, aber das ist nicht irgendeiner. Das ist... Der König von Miskakant! Wow, es hat ja geheißen, dass... Oh mein Gott, lauter Zombie-Wächter. Es hat ja geheißen, dass die Ruinen hier wirklich vom letzten König von Miskakant bewacht werden. Und das war also nicht gelogen. So, den Typen werde ich aber mal platt machen hier. So, komm her, du hast doch keine Chance. Was willst du denn? Na? Gibst du auf? Was willst denn du hier? Von hinten angreifen? So haben wir es doch gerne hier. Stirb, hängt schon halber das Hirn raus und hier... So, und noch mehr Zombies. Kopflose Zombies, hirnlose Zombies und hässliche Zombies. Und er hat einen starken Stab des Feuerballs dabei. Und was noch wichtiger ist, nicht nur eine Portion Knochenmehl, sondern auch Miskakans Schlüssel. Mit dem komme ich jetzt wieder hier raus. Also, so stark war der jetzt eigentlich gar nicht. Kann ich ihn noch löschen. So, weg mit dir. Gut, den Zombie auch, weil der ist hässlich. So, was haben wir denn hier noch drinnen? Schwierig verschlossen, so komm, das zaubern wir mal auf. Zack. Wermutblätter? Okay. 63 Goldmünzen. Und hier haben wir noch einen normalen Welkenstein. Oh, und hier drin haben wir auch noch was. Einen Heiltrank. Und was haben wir in diesem Eileiden-Reliquienschrein? 652 Goldmünzen. Na richtig nett. Ich habe schon über 228.000 Gold. Ich bin hier direkt reich. Ich bin richtig reich. Das ist gut. So, und hier... ist jetzt eine Tür, die ich mit Miskakans Schlüssel geöffnet habe. So. Na bitte, Freunde, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur noch mehr lebend hier rauskommen. Ohne, dass mich die Zombies umbringen oder irgendwelche Skelette, die vielleicht noch übrig sind. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich einen großen Welkenstein zum Wolkenherrschertempel gebracht. So, jetzt ist hier schon wieder... Mann, ey. Unglaublich. Einfach unglaublich. Und... Oh, oh. Links, rechts, links, rechts, links! Und rechts. So, zack, stirb. Du bist pottenhässlich und stinkst! So. Echt mal. So, was haben wir hier drin? Heiltrank, starker Krafttrank. Und hier oben? 89 Gold. So, und gegenüber war doch, glaube ich, auch was. Richtig. Alles mitnehmen, was geht. Was nicht so schwer ist. Das nehme ich mit. Also mein Held muss eigentlich schon einen so dermaßen prall gefüllten Geldbeutel haben, also dem seine Geldbörse muss ja schon platzen aus allen Nähten. So, hier geht's wieder zurück in den ersten Abschnitt. Hier ist jetzt auch noch ein bisschen Beute. In dem Fall... Aha! 722 Gold, ein großer Seelenstein... ein Elfenbrustharnisch und den Ring der Wiederherstellung. Festigen Wiederherstellung 8 Punkte auf sich selbst. Na, nicht übel. Und hier drüben, in dem kleinen Ding noch, ein Heiltrank. So, jetzt passt auf, wenn ich jetzt hier draufsteige, geht natürlich hier die Wand weg. Und dann ist das hier nochmal eine richtig schöne Abkürzung, die mich direkt zum Ausgang führt. Weil hier bin ich reingegangen. Miskakant ist geschafft, Freunde. Und ich bin auch geschafft. Super. Na bitte. Und... Ah, okay. Kaum komme ich hier an. Spielt's gegen eine Musik? Warum? Wieso? Weshalb? Wer will aufs Maul? Hm? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ich sehe niemanden. Kuckuck. Hallo? Der verarscht mich doch gerade, oder? Kann das sein? Hier ist doch niemand! Wo ist denn hier schon wieder ein Gegner? Oder ein wildes Tier oder was weiß ich? Oder noch so ein blöder Goblin? Solange das nicht weg ist, kann ich nicht schnell reisen, also. Ja, wir können nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, dann küss mir die Füße! So, Schnellreisen sollte aber möglich sein. Warte mal. Erstmal wieder
Ja, hier, großer Welkenstein. Wie gesagt, den kann ich selber nicht verwenden. Ist ein Questgegenstand und... Jetzt habe ich ja doch einen Malerstein. Bin ich schon ganz gaga? Ja, in der Tat. So, Welkenstein verwenden. Habe ich doch mal irgendwann einen gefunden gehabt. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich bin schon total perplex. So, okay. Gut. So. Ach, die Beute verkaufe ich wieder offscreen, weil das ist eh langweilig, das mit anzusehen. Ich würde eher sagen, es geht in den Wolkenherrscher-Tempel zurück. Oder doch noch nicht? Ja, doch, komm, mach mal. Da will ich ja hin, da soll ich ja auch hin. Martin wird ja schon warten und ich bin nicht so schwer belastet, du behindertes Spiel. Was soll das immer? Bin ich nicht? Ich bin nicht zu schwer belastet. Wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Schattenstute, bleib verdammt nochmal da, wo du bist. So. So, also ich liefere noch schnell den großen Welkenstein ab und dann ist, glaube ich, auch wieder Schluss für diesen Part. So, da bin ich wieder und... Oh, Leute, seht mal! Ich war im Quatsch, aber es gibt keinen anderen Weg. Wir haben keine Wahl. Sie wird. Sie muss. Tja, wir sehen gerade... Hier seid ihr. Ich habe gute Neuigkeiten. Gewissermaßen. Na, hoffentlich. Und wir sehen, Martin trägt jetzt tatsächlich die Rüstung von Tiber Septim. Das müsste doch dieser Brustpanzer sein, den wir ihm gebracht haben. Der sieht jetzt richtig toll aus. Und vor allem jetzt ist er nicht mehr als Martin betitelt, sondern als Martin Septim. Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Ich sagte, dass ich es bekommen werde. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Ja, gebt ihm den großen Welkenstein. Bitteschön. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkenstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht. So wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen. Was ist der letzte Gegenstand, den wir benötigen? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Siegelstein? Wo ist der Haken? Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumar wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Hier öffnen will, um Brumar zu zerstören. Wir lassen sie also das Tor öffnen? Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumar erlauben. Ja, mindestens hier wirst du sicher sein, oder irgendwie so, hm? Nein. Ich werde die Verteidigung Brumars selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Es ist zu gefährlich. Ich werde den Kampf anführen. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln, dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Wie ihr befehlt. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ich benachrichtige die Gräfin sofort. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein.
Quest angefügt, Verteidigung von Bruma. Ja, Leute, jetzt geht es los. Also, jetzt wird es bald losgehen. Weil das ist jetzt schon eine der fast letzten Missionen des Spiels, also der Hauptstory jedenfalls. Es klingt wirklich wie glatter Selbstmord, aber wir müssen es tatsächlich tun. So, aktive Mission, Verteidigung von Bruma. Martin hat den vierten Gegenstand, den Schlüssel, der für das Ritual benötigt wird, ein großer Siegelstein. Unglücklicherweise stellen diese Siegelsteine die Basis großer Tore dar, die Art von Oblivion-Tor, das die mythische Morgenröte bei Quatsch geöffnet hat. Obwohl es sehr gefährlich ist, der mythischen Morgenröte die Ausführung des Angriffsplans auf Bruma zu gestatten, ist dies unsere einzige Hoffnung zur Erlangung eines großen Siegelsteins. Während ich das große Tor zur Bergung seines Siegelsteins durchquere, wird Martin die Verteidigung von Bruma koordinieren. Ich sollte der Gräfin von Bruma mitteilen, dass Martin sie in der großen Kapelle von Talos für einen Kriegsrat treffen wird. Ja, das werde ich natürlich dann im nächsten Part machen. Werd offscreen wieder mal, wie gesagt, meine ganze Beute verkaufen und mich auf jeden Fall gut vorbereiten und ausrüsten. Weil im nächsten Part, da geht's dann wirklich richtig. Aber so, auf dem nächsten Part dürft ihr euch wirklich freuen, weil der bietet wirklich Action satt. Das ist wie so ein kleiner Krieg, könnte man fast sagen. Menschen gegen Daedra, ja. Also da wird wirklich, da ist dann wirklich die Kacke am Dampfen. Das könnt ihr mir glauben. Aber wie gesagt, das alles dann im nächsten Part. Freut euch schon mal drauf. Macht's gut, Freunde. Tschüss.